Ein kaltschnäuziger kleiner Hundegeist hat unseren schönen Schlüssel gemopst. Skandalös! Fang den kleinen Racker ein und nimm ihm das gute Stück ab! Willkommen zurück, meine Freunde, zu Luigi's Mansion 2 B5 Spitzreis aus! Nun, Luigi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute zuerst. Der Geisterhund ist samt Schlüssel immer noch irgendwo in den Efeuturmen. Die schlechte ist, dass er wie ein verschrecktes Rädchen von Raum zu Raum flitzt. Ich kann ihn mit dem Periskop nicht orten. Doch Kopf hoch, die Lage ist nicht auswegslos. Unser Schlüsseldieb hat nämlich im Hof am Innenwall eine geisterhafte Pfotenspur hinterlassen. Wenn du dieser Spur folgst, wirst du dem kleinen Racker im Nu erwischen. Ja, so ungefähr. Sie ist mit dem bloßen Auge nicht zu sehen. Nur mit Düsterlicht wirst du sie erkennen können. Ich vertausche gerne Wörter in meinen Sätzen, ja. Alles klar, Luigi? Dann schnapp dir den Schlüssel, sonst hole ich dich nie wieder zurück. Was zur Hölle? War nur Spaß. Viel Glück. Alter, es dreht er langsam wirklich am Rad, oder was? Und schon wieder auf dem Arsch gelandet. Wie die Laternen am Tor gerade erst nachgespawnt sind. Das ist ein Geier. Wie geil war das denn? Oha, da hat man's gesehen. Der ist anscheinend da wirklich durch die Wand gesprungen, der kleine Frechdachs. Und man hört ihn auch da drin rumspringen. Lasst uns nicht allzu lange warten. Aha, was haben wir denn da? Eine phantomisierte Blume. Wieso das? Was hast du für mich? Ein paar Bildschirme, okay. Wenn es sonst nichts ist, oder? Was? Hä, was war das denn? Hä? Was um alles in der Welt? Ist da einfach plötzlich ein Frosch aus dem Baum rausgesprungen und hat mich verletzt, oder was? Alter. Immer diese random Wesen, die mich einfach so aus dem Nichts attackieren, ne? Ich hasse es. Gut. Dann lass mal rein da. Ey, pissst du da gerade hin? Was fällt dir ein? Aber irgendwie ist er ja schon knuffig. Aber hey, sei brav und gib mir den Schlüssel. Oh, nee. Nicht dein Ernst, ne? Der hat ihn jetzt nicht ernsthaft verschluckt. Ach Mann. Gibt's doch nicht. Naja. Okay, hier wieder alles zugewachsen, wie ich sehe. Gut, dann dürfen wir da wohl nicht rein. Aha, eine unsichtbare Blume. Interessant. Dafür gibt's nicht mal... Ach, doch, ich wollte gerade sagen, Alter. Ich wollte gerade sagen, gibt's dafür nicht mal was? Das wäre es ja gewesen, ey. So, hier wieder ein paar Schießübungen machen. Auch wenn es da überhaupt nichts für gibt, unverständlicherweise. Ist hier was? Nee? Gar nichts? Der Hund ist da rein, das wissen wir. Aha, da mal. Was Unsichtbares. Die hölzerne Perlenpflanze ist einfach unsichtbar. Gib mir nochmal so ein Stachelgewächs. Gibt's dafür was? Ja, jede Menge Geld. Sehr schön. Aber warum ist der Wassereimer hier? Jetzt könnt ihr mit dem irgendwas gießen. Will ich in den hohlen Baum rein? Eigentlich nicht. Oh shit, tut mir leid, ich habe vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie ab, aber naja. Naja, rein da. So, wo ist er denn hin, der Gute? Direkt weiter in den nächsten Baum. Ach man. Das wird jetzt eine lustige Sucherei, das sage ich euch. Gar nichts hier. Okay. Na gut. Weiter geht's. Das heißt, er müsste theoretisch im Werk kommen sein. Er könnte ungeziefer. Wieso liegt diese Vase? Hat der Hund die umgeschmissen oder was? Da gibt's Herzen. Dankeschön. Ja. Alter! Also manchmal ist mein eben schon fragwürdig. Und hey, da haben wir schon einen Hundeknochen. Vielleicht können wir ihn damit ja irgendwie anlocken. Das wäre ja cool. Was ist denn schon wieder für ein Unwetter, ey? Und warum ist es hier drin dunkel?
weil sich der Hund anscheinend da drin versteckt. Ah, da ist er. Hier geblieben. Nein! Ach, komm schon, Alter. For real? Sonst irgendwas hier? Was Interessantes? Ne? Okay. Na gut, dann gehen wir nach draußen, I guess. Oh, hier ist es wieder dunkel. Da ist er. Schnappen wir ihn uns. Ja. Ey, was? Alter! Junge, willst du mich umbringen? Lässt einfach den Rasenmäher auf mich los. Ich glaub's ja nicht. So, schnell her mit dem ganzen Geld. Nice. Sonst noch irgendwas hier? Erkunden wir noch ein bisschen. Kann ja nie schaden, man weiß ja nie, was man alles so findet. Zum Beispiel einen unsichtbaren Eimer. Okay, warum ist denn der Eimer unsichtbar? Was ist in der Welt? Sehr interessant. Sonst nichts hier. Hm. Okay. Irgendwas Unsichtbares? Nein? Hm. Also der Hund ist auf jeden Fall wieder nach drinnen gesprungen. Schätze ich mal, dass er wohl im Treppenhaus sein wird. Andere Option kann ich mir da jetzt gar nicht vorstellen. Und hier wird es wahrscheinlich eh wieder nur das eine rechteckige Juwel geben, nicht wahr? Ja, genau. Das haben wir aber schon. Hast du was Neues für mich? Ja, ein paar Geldscheine. Dankeschön. Was hast du für mich? Auch ein paar Geldscheine. Nice. Okidoki. Dann zurück nach drinnen. Was geht da? Ja, da chillt er. Und verlaust das Bett. Oder macht es sich wohl nur bequem? Oh, wie süß er sich hinlegt. Wie süß. Mhm. Mach's dir nur bequem. Oh Gott! Alter, mit euch habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Oh nein! Oh. Alter, der wollte mich fucken, habt ihr gesehen? Was? Hä? Oh mein Gott. Hier geblieben, ihr Schlawiner. Ja, Alter. Das ist so fies, ne? Wenn die zu dritt sind, brauchst eigentlich quasi alle drei auf einmal. Und nicht nur einen alleine. Sonst passiert das die ganze Zeit. Nein, du kriegst mich, du Schlawiner. Ja, ich hab sie alle drei. Nice. Und her mit euch. Yeah. Puh. Meine Güte, ey. Ja, also die sind echt eine Challenge, wenn die mehrere der gleichen Sorte auf einmal auftreten. Weil immer... Was zum... Was ist denn hier los? Hier fehlt ja alles. Was ist hier geschehen? Welcher Halunke hat hier schon wieder sein Unwesen getrieben? Du bist das, der Buhu. Hola, Signorina. Ach, Luigi, ich bin Don Juan. Und die Frauen fliegen auf mich. Ach ja, tun sie das. Aber sicher nicht, wenn ich mit dir fertig bin. Dann fliegst du nämlich erstmal in meinen Sauger. Also komm her, ich zieh dir deine ekelhaft schleimige Zunge lang und lass dich wieder mal wie einen Gummiball durch den ganzen Raum spicken. Nee, du hast es nicht mit 4 HP überlebt, oder? Hier geblieben, du Zigeuner. Natürlich hat er mit 4 KP überlebt. Also manchmal kommt es echt auf einen verdammt guten Winkel an, was die im First Try vernichtest. Nice. Gut gemacht. So. Nutzen wir den geheimen Weg. Geheime Tür. Was auch immer. Immer noch kein Wasser. Ach doch. So, hallo. Hier geblieben. Halt. Ach komm schon. Das hier etwas ist, das sehe ich doch wohl mit klarem Auge. Wieder einer dieser ekligen Schleimgeister. Du kriegst die volle Ladung. Yeah. Nice. Ach nee, der Hund haut schon wieder ab. Hier geblieben, Doggy. Bleib hier. Nein. Oh. Ist ja ernsthaft weiter nach oben, ne? Kann doch nicht wahr sein.
Ich höre ihn sogar noch rumhecheln. Und mit dir? Aber zum Glück wissen wir, dass es hier diese Bodenranke gibt, mit der wir ebenfalls nach oben können. Alles kein Problem. Passiert da was Neues? Nein, sieht man nicht danach aus. So, die eine Blume, die es da zu gießen gibt, die hat nur ein Juwel, das wissen wir ja. Hier gibt es noch einen Goldbaum, selbst wenn ein Frosch geht, weg mit dir. Gut, weg mit der Maus. Und dann ab nach oben. Die Setzlingskultur. Und hier sind plötzlich jede Menge Spinnen. Hilfe. Warum? Weg mit euch, mag euch nicht. Fauch mich nicht an. Gibt's hier irgendwas Neues? Nein. Da unten vielleicht? Nö, nichts. Na gut, dann gehe ich halt wieder. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Hier geblieben! Ey! Alter, willst du mich verarschen jetzt? Das gibt's doch nicht. Oh, hallo Geldgeist. Wo kommst du denn her? Hier geblieben. Du landest in meinem Portemonnaie. Oh nein, Alter! Er hatte eine Fledermaus zur Hilfe. Was zur Hölle? Tschüss, Mann! Yeah. Alter, was willst du? Ja, und dann haut sie einfach so ab, ne? Feiges Stück Scheiße. Okay, Doggy. Wo bist du hin? Bis darüber und dann nach oben. Und dann da weiter nach oben. Meine Güte, ey. Ich habe gesagt, das wird jetzt eine lustige Jagd. Haben wir da hinten noch irgendwas Schönes? Nö. Aber das spawnt eine goldene Fledermaus, Luigi, schnapp sie dir. Nice. Wo ich mich kurz verdrückt habe. Und du kommst jetzt auch hier, blödes Viech. Lass mich doch nicht allen Ernstes zweimal von diesem ekligen Mistvieh beißen, ey. Ich glaub's ja nicht. Mensch. Ah, der Wintergarten mit der Orgel. Aber Moment mal. Wo ist denn die Orgel? Fehlt einfach. Wurde einfach phantomisiert und nein, ich will nicht den Ballon haben, danke. Ich möchte die ganzen Notenblätter hier aufsaugen. Und die Orgel wieder herzaubern. Und ganz offensichtlich steckt unser kleiner, frecher Köter da drin. Hier geblieben, ihr Irrlichter. So, komm raus da. Hey! Bleibst du hier? Steckt das jetzt nicht anders als da hinten, ne? Da ist wieder so eine lila Pfütze auf dem Boden. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gute Nacht! Wie die manchmal schreien. Das ist so geil. Bleibst du jetzt hier? Verdammt nochmal. Was nach draußen ist. Was zum... Okay, wo kommt ihr denn plötzlich her? Entschuldigung, ich hätte gerne euch beide auf einmal. Oder alle drei zugleich, das geht natürlich auch. Da ist noch ein dritter. Aufgepasst. Alter, dann rutsche ich auf seine Kotze aus. Das kann doch nicht wahr sein. Dann komm eben erstmal du her, lieber McDonalds-Geist. Und tschüss, Mann. Yeah. Du musst mich hier gar nicht verarschen wollen. Du landest genauso schnell in meinem Sauger. Sehr schön. Ja, nicht gerade... eine Top-Leistung heute von mir, aber man möge es mir verzeihen. So, wo ist er hin, der Hund? Okay, tschüss, Herz. Danke für nichts an der Stelle. Wo bist du hin? Ist da weiter nach rechts offensichtlich. Und dann ist er da durchs Fenster rein. Hallo? Da im Badezimmer wälzt er sich am Boden rum. Wie süß. Das muss es jetzt aber sein. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr für diesen Schlawiner. Komm her! Ah, komm, Alter.
Im Ernst jetzt? Warum ist das Klo unsichtbar? Was macht das in der Welt? Hallo? Ah, da bist du. Oh, hallo. Oh. Das kann doch nicht wahr sein, ne? Oh. Das Klo war unsichtbar, weil da jede Menge Geld drin war. Alles klar. Macht Sinn. Ich verstecke auch gerne jede Menge Klo im Geld. Ja, Klo im Geld verstecken auf jeden Fall. So und nicht andersrum. Ist auch interessant, dass wir gar nicht mehr in den Wintergarten, in das Dachschwimmbad drauf können. Aber naja, das ist auch gar nicht unser Ziel. Und was zur Hölle geht hier schon wieder ab? Jede Menge dieser Schleimgeister in klein. Wow, die kann man ganz schnell aufsaugen. Das ist geil. Ich mag diese Geister. So, wo steckst du? Hey, was fällt dir ein? Denkst du wohl, du kannst mich verarschen, was? Nicht mit mir. Nice. Wo steckst du? Schon wieder eine Fledermaus. Überall sind sie, ne? Und wollen mich verarschen. Da im rechten Bett ist er. Im linken. Im linken Bett versteckt er sich, dieser Schlawiner. Sonst noch irgendwo ein ungebetener Gast? Ne? Okay. Gut, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber danke. Dann komm mal raus da. Genug geschlafen. Hier geblieben. Tut mir übelst leid, aber ich muss dich jetzt leider aufsaugen. Zur Hölle? Habe ich es gerade verpeilt, ihn mir zu schnappen? Come on, Alter. Nicht dein Ernst. Normalerweise kann die Mission da schon zu Ende sein, wenn man sich gut anstellt, aber irgendwie habe ich es gerade episch verkackt. Wo bist du schon wieder hin? Da drin bist du. Hier geblieben. Kommst du her? Hab ich dich. 50 Leben hat der. Es tut mir leid, mein Kleiner, aber du musst in den Sauger. Du warst bösartig. Nice. Warum ist das Handtuch wieder da? Ich habe das da vorhin abgesaugt, oder nicht? Hä? Darf ich den Goldbahn da in der Wand noch haben, oder? Bitte? Hallo? Danke. Er wollte gerade despawnen, habt ihr es gesehen? Und, wie eklig der Schlüssel aussieht. Der Hund hat ihn wohl ganz schön zerkaut. So, Professor, ich hab's geschafft. Yellow. Hurra, was lange währt, wird endlich gut. Bravo, Luigi, damit haben wir den Streuder und den Riesenschlüssel. Und dabei wollte der Kleine doch nur spielen. Na, fürs Erste muss er sich mit seinen Freunden unten im Gehege begnügen. Dann bitte festhalten, mein fährtenlesender Freund, gleich geht's nach Hause. Alles klar, wunderbar. Oh, yes. Nice. I did it. Yes, you did it once again. Mission complete. 15 Minuten, 15,5 Minuten gesagt. Gefangene Geister, 15 verlorene Herzen, 30, ja, und Reichtum gesammelt, 1605. Und das gibt einen 3-Sterne-Goldrang. Tippitoppi, so wollen wir das sehen. Hallo, Professor. Ich bin wieder da. Willkommen zurück, Luigi. Dann lassen wir den kleinen Kugelblitz mal ins Gehege. Oh ja. Runter mit dem Stuff. Der Blue natürlich. Jede Menge Geld. Yeah! Neues Extra verdient, endlich. Der Superschreck weg. Für 20.000 gesammeltes Gold. Alter, sieht der geil aus. Der Superschreck weg. Formschön, schnittig und noch saugstärker. Besser als ein Geisterlasso. Genial. Aber warum ist der Hund jetzt nicht runter? Hä? Was ist los? Was zum... Alter, was? Hä? Oh, Bro. Was zum alles in der Welt? Mich tritt der Storch. Wie ist der Kleine aus dem Schreckwerk 015 entfleucht? Ich muss wohl die Dichtungsringe austauschen. Na, aber das hat Zeit. Schnell, zeig mir mal den Schlüssel. Da, bitteschön. Siehst du an. Das ist ein gutes Stück Holz. Ihr Gitz, der ist ja ganz zerkaut und voller Ektoschlabber. Ich gebe ihn meinem Tod zum Saubermachen. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Du musst wissen, meine Analyse unserer beider Finstermondstücke ist gerade abgeschlossen. Ach ja? Das ist ja schön. Spektrogene Parakomposition, Fernmann, Astrographie, Ektolyse, dieser ganze Kram. Ach so, okay. Ich weiß auf jeden Fall, wovon Sie reden, Professor. Einfach ausgedrückt habe ich unsere Finstermondstücke gefragt, wo ihre Freunde sind. Ach so. Und sobald ich die Daten in mein Paraskop eingebe, wissen wir exakt, wo wir hin müssen. Oh, das klingt aber sehr gut. Nice. Und deswegen gibt's im nächsten Part den Boss von Villa 2, Wipfelstürmer. Wenn ihr gespannt drauf seid, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben und dann schaltet wieder ein, wenn's rund geht hier in der Nähe von Türmen. Bis dahin, haut rein und ciao.